Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück bei Project Zomboid mit dem guten Salty Pengu. Jo, hallo Freunde. Ich muss mich da immer sehr zusammenreißen, weil ich irgendwie immer dazu tendiere, Salty Penguin zu sagen. Alter, meine Hose ist zerrissen. Ja, meine auch. Wir sind in der letzten Folge, haben wir mal so ein bisschen Lagerfeuerromantik gemacht und wir haben nicht einmal das Lagerfeuerlied gesungen. Das ist eigentlich eine Schande, ne? Deswegen. Oh, ja, scheiße. Deswegen gerne den Text in die Kommentare posten, so, ne? So, setzt euch ans Lagerfeuer und so, ihr kennt's ja. Dann haben wir wenigstens ein bisschen noch dieses Feeling. Wir wollten jetzt in Richtung Highway gehen, glaube ich, ne? Genau, also wir, Eral hat letztes Mal das Auto kaputt gemacht und Das war Eral. Er kann halt einfach nicht fahren und ja, weißt du, es ist immer der Neue ist immer schuld, kennt man doch, ne? Oder der nicht da ist, ne? Ja, du warst nicht da, du warst halt hinterm Steuer, man hat dich nur nicht gesehen, weißt du? Auf der Rückbank habe ich mich versteckt. Genau. Nee, wir sind auf jeden Fall auf dem Weg jetzt Richtung Highway, wie Eral schon gerade gesagt hat, ja. Wie sieht es bei dir dursttechnisch eigentlich aus, weil ich bin super durstig. Ich habe super hungrig. Super hungrig, dagegen kann ich was machen. Pass auf, hier hast du ein bisschen Schmelzkäse. Und, ja komm, hier die Käsenudeln kriegst du auch noch. Weil ich habe nämlich noch Milch, die macht minus 100 Durst, aber ich trinke jetzt erstmal die Hälfte. Weil mein Charakter ist wirklich durstig und die wird gerade sowieso ein bisschen stale, leider. Das ist aber ein großer Scheibenkäse, guck dir den mal an. Hä? Sieht einfach so aus wie so ein Putzlappen. Das ist echt so. Zwei sogar so. Da kennst du das, wenn du ganz viel Käse übereinander klatscht. Genau das Geräusch fehlt hier an der Stelle. So. Hier hast du noch Käse. Ja. Bist du unbedingt einbauen, Eral. Da gibt es doch auch diese ganzen Videos, wo irgendwie einem Kind oder einem Hund oder so dann so ein Käse einfach aufs Gesicht schon. Bei Katzen ist das immer ganz geil, weil die dann gucken so behindert. Ja. Oder so. Das stimmt. So, es dürfte nicht mehr so krass weit sein zum Dingens, zum Highway. Oh, ich bin schon wieder. Warum bin ich schon wieder schläfrig? Du bist halt einfach alt. Du bist langsam einfach alt, Eral. Ja. Du musst das akzeptieren, dass deine Knochen alt sind, dass du knirscht und knatscht. Ja, also ich habe auch hier die Brechstange eigentlich nicht zum Kämpfen dabei, sondern nur um mich aufzustützen. Ne? Also. Das ist ein Gehstock. Genau. Deswegen machst du die ganze Zeit so klonk, klonk im Schritt. Wir stecken geblieben im Schlagloch hier. Ja, wobei mit der Brechstange ist es kein Thema, ne? Also das ist ja Hardcore-Gehstock, weißt du? So. Da sind wieder die Jungs. Die jungen Leute, die wieder Skateboard verbatzt sind aus und den Jungen mit der Brechstange weg was. Lieber nicht. Alter, du hast einfach so ein mieses Metall, so klong. So ist er, lieber einfach nur so mit einer erhobenen Faust. Die Jungen von heute. Zu meiner Zeit hat es ja nicht gegeben, so warte. Aber mein Schulweg, ne? Also das ist mein Schulweg, wie der früher war. In den 70ern. Da haben wir keine Computerspiele gespielt, da haben wir noch Leute an der frischen Luft erschossen. Was? Ja, das ist doch dieser Witz, kennst du den nicht? Ja, doch, aber ich wollte das einfach nur als sehr verwerflich hinstellen. Also, ja, das Ding ist halt, das sind einfach diese schwarzen Humorwitze. Und da habe ich letztens mit einem Kollegen darüber diskutiert. Schwarzer Humor hat nicht jeder. Wie Essen, was? Genau. Es tut mir leid. Also bitte nicht wegschalten an der Stelle, wir sind eigentlich ganz nett. Oh, leck. Hä? Okay. Ich hab gerade voll die Leck gehabt. Oh, warte mal, sind wir schon in diese Kurve? Weil ich habe tatsächlich zwischen... Ah, doch, okay, wir sollten relativ bald an der Kreuzung ankommen. Da dürfte auch eine Tankstelle sein. Da gibt es dann auch gut was zu trinken. Aus der Zapfsorte. Okay. Nee, aber... So, ich bin klamm und schläfrig. Bitte? Ich sag mal so, wenn wir an der Tankstelle sind, dann würde ich einfach sagen, da haben wir euch noch was zu erzählen. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ich hoffe, wir kommen noch an rechtzeitig auch bei der Tankstelle. Du kommst da, also sage ich dich da hin. Aber vor der Tankstelle, ne? Also da haben wir alles extra vorbereitet da, ne? Ja, richtig. Ja, wir haben uns da hingeportet, Admin Abuse gemacht. Ja, genau so. Da ist dann plötzlich Translation zu 3D.
Plötzlich Scum. Nee, aber. Kamera wechseln. Guck mal hier, da ist die Tankstelle. Sehr gut. Ich würde aber sagen, dass wir. Erstmal clearen, ne? Alles. So. Weiter nach der Werbung. Nee. Erstmal clearen. Kaufen Sie jetzt den Staubsauger von Edal und kriegen Sie einen zweiten gratis dazu. Das ist einmaliges Angebot. Oh Gott. Kennst du noch diese Teleshopping-Dinger, wo dann so, und jetzt lege ich sogar noch einen dritten oben drauf? Und ich denke mir so, was soll ich mit drei Staubsaugern? Lauf rückwärts. Was soll ich mit drei Staubsaugern? Immer rückwärts laufen, wenn mehrere auf dich zurennen. Mhm. Und wenn sie zu nah sind, dann lieber Leertaste drücken zum Wegschucken. Weil du wirst immer ein bisschen langsamer, wenn du zuschlägst. Ich laufe mal ein Stück. Jetzt zu sterben wäre richtig dumm. Komm her, ich hab's. Jo, in der Luft. Ich hab ihm in der Luft einen Home Run gegeben. Siehst du, deswegen spiele ich mit dir. Ja, ich bin Home Run King, ne? Jetzt mega. Hast du mein Talent entdeckt. Mega, mega, also wirklich. Ey, yo, Tankstellenwärter, gibt's dir was zu trinken? Nee, scheiße. Einmal voll tanken. Hau mal ab. Hau mal ab hier. Bartsalat. Du sollst abhauen, hab ich gesagt. Oh. Okay. Ich glaube, da habe ich ein bisschen zu fest zugehauen. Warum ist deine Schulter jetzt ausgekugelt? Nein, sein Kopf ist über die halbe Tankstelle verteilt. Achso, ich dachte, das war dein Plan. So wie du immer tanken gehst halt, ne? Ich gehe mal noch dahinter, da steht auch noch einer rum. Oh. Hallöchen, Popöchen. Brause. Wasserflasche. Oh, die nehmen wir mit, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir können aber auch unsere wieder auffüllen. Ich glaube, das Wasser dürfte noch laufen. Das wird halt krass, ne? Also ich meine, wir haben jetzt noch keine Basis und kein gar nichts. Oh. Und wenn das Wasser ausgeht, dann ist es halt weg. Erstmal. Ah, okay. 120 Zigaretten waren noch hier. Waren? Hast du die jetzt alle schon geraucht, oder? Ja, unterwegs so. Guck mal, eine Zeitung gibt's hier noch. Brause Orangenlimonade. Oh, erstmal trinken. Nein, nicht die Hälfte. Hast du alles zu trinken oder soll ich dir was drin lassen? Nee, also wir können ja hinten wird es wahrscheinlich auch irgendwo eine Dings geben. Ein Waschbecken oder so, da können wir eh auffüllen. Mhm. Oh, warte mal, hier ist so ein Feuerlöscher, Schwamm, Bleichmittel mit so einem grünen Totenkopf. Das soll man wohl nicht trinken, steht da, ne? Also. Nee. Wobei, wenn der Totenkopf grün ist, ist alles gut. Warte mal, ich gehe mal kurz ins Wasser. Grün heißt Essen. Ja, eben, also auf jeden Fall. Schneekugeln? Was ist denn Schneekugeln? Okay, wir müssen nachher, glaube ich, kurz das Waschbecken suchen. Aber ich habe eine Idee, pass auf. Stell dich mal hier hin, da wo ich jetzt stehe. Ja. So. Mit Brechner oder ohne? Ohne. Du hast gleich eine Ankündigung zu machen. Ich muss nur ganz kurz gucken, dass wir alles richtig. Es muss ja auch ein bisschen Glamour haben, oder? Okay, verstehe. Also ich sorge für den Glamour. Und ich rede. Okay, liebe Zuschauer, wir haben eine kleine Überraschung für euch. Ich hatte diese Scheiße nicht sehr erzählt. Ich hätte ein bisschen üben sollen. Wir haben jetzt gerade gedacht, wir verlosen in der 10. Folge, die ihr jetzt halt sehen könnt, einmal das Spiel Project Zomboid als Steam-Version für euch, also als PC-Version. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Ihr müsst bei Eral und mir im Discord joinen und einen Kommentar mit eurem Discord-Namen einmal hinterlassen unter dem Video 10. Dann suchen wir uns random in den nächsten Folgen. Dann suchen wir uns random einen Spieler aus oder einen Zuschauer aus, der das Spiel von uns bekommt. Ihr könnt das Spiel natürlich auch gerne an einem Freund oder so weitergeben. Dann müsstet ihr uns aber später dann auf Steam adden. Und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Ich hoffe, es freut euch. Hey. Das sollte eigentlich ich machen. So, buh. Ich will lieber den zweiten Staubsauger. Aber also ihr könnt auf jeden Fall, wie gesagt, ihr könnt auf jeden Fall das Spiel für euren Freund, Kollege oder Zockerkollegin oder wie auch immer, könnt ihr gerne für euch gewinnen. Wie gesagt, einmal Discord-Namen unter die Kommentare und natürlich bei Eral und mir in die Discords reinjoinen, dass wir euch dann auch anschreiben können. Okay, genau. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Genau. Dann gibt es jetzt auf jeden Fall einen Key und wenn ihr schon immer mal jemanden hattet, wo ihr sagt, Alter, dem wollte ich das Spiel schon immer mal zeigen. Oder wenn ihr selbst das Spiel auch mal spielen wolltet, kann ja auch sein. Und es bisher noch nicht getan habt, dann würden wir uns freuen. Ne? Mal sehen, wer es wird. Ja, ich bin auch mal gespannt. Okay. So,
Gut, was haben wir denn da hinten? Ah, guck mal, hier ist ein Klamottenladen, da können wir uns neu einkleiden. Was machst du da mit dem Auto? Gehst du wieder deiner Berufung nach, oder? Ey, dass sie gar nicht so danach aus, wie es aussieht, aussieht, machen. Dings. Putties! Was machen sie da? Warte mal, lass mal kurz dahinter in den Klamottenladen. Vielleicht haben die eine Toilette, wo wir das Wasser am Wasserhahn bitte auffüllen. Ah, okay. Und dann können wir, ich hoffe, dass dann eins dieser Autos hier fährt. Das wäre wirklich gut, dass wir nicht mehr die ganze Zeit durch die Gegend latschen müssen. Und diesmal fahre ich. Dann hält das Auto etwa doppelt so lang, also zwei Hallo. Tage. Boah. Wie hat der einfach mit der Keule? Putz. Das war ja geil. Okay, wir gehen erstmal rein, oder? Würde ich sagen. Und dann gucken wir nach den Autos. Ja, sorry, Alter. Ich. Oh. Ich habe das Fenster gehackt. Aber diesmal hast du nicht weggeguckt. Survival. Was? Survival muss Survival. Sein. Ja, das war aber doch immer wer anders, oder? Ich meine, es war Gronkh. Ja, ja, das meine ich. Ja, das fand ich immer so geil bei dem. So, jetzt muss ich mal gerade mal kurz gucken. Ich ziehe einfach jeden Scheiß aus, würde ich sagen. Und mich kleide mich einfach neu ein, würde ich, oder? Was sagst du? Ja, ja, so mache ich das jetzt auch. Pass auf. Hier war ein Hawaii-Hemd. Okay, wenn wir Urlaub machen gehen. Ein Kompressionshemd. Was? Warum gibt's ein Kompressionshemd? Ja, das habe ich auch nicht, aber den ziehe ich auch nicht. Ich finde den cool. Warte, warte. Ich will was probieren. Kentucky Baseball Shirt. Jawohl. Okay. Was haben wir hier noch? T-Shirt Streifen, T-Shirt langärmlich. Anzughose. Oh ja. Man muss ja immer gut aussehen, würde ich sagen, ne? Ja, ja. War eigentlich mein erster Plan, aber. Wo bist du? Jeanshemd. Ich hatte eine andere Idee. Guck mal. Na? Ach du. Herr Edal. Okay, ich sehe schon. Also. Also. Jetzt wissen wir, wo wir schlafen, ne? Ein Zelt hast du jetzt schon gebaut. Das Baggy Jeans. Okay, ich zieh mich mal tatsächlich um. Und schmeiß mal. Komm, ich mach das mal so. Anziehen. Hier. So, gibt's hier nicht noch Hemden irgendwie? Ich habe hier noch ein Tentakel Baseball-Shirt, Jeans. Ich glaube, ich zieh mir den Jeans besser an. Mann, es ist ein schlechter Herrenausstatter hier. Das ist immer nur für die Ladies, ne? Das ist immer wieder das Gleiche. Es sind immer die Ladies. Die Ladies gibt's immer richtig viel. Hier gibt's auch schwarze Kleider. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Jacke. Oh yeah. Hier gibt's noch Kleidung, guck mal. Meister. Ich versuch gerade was. Ja, ja, irgendwas läuft da draußen rum. Ach so, das meinst du? Es gibt übrigens so Boss-Zombie. Nee, Quatsch. Die kommen nur, wenn ich nicht da bin. Militärstiefel. Ja, hier hinten ist übrigens, hinten im Eck ist die Toilette. Da kannst du deine Wasserflasche auffüllen und so. Tja, ich bin gerade hier am Suchen. Irgendwas ist reingekommen, Erol. Militär-Desert-Stiefel gibt's ja auch noch. Oh Gott! Kommst du klar, oder? Ja, die hat mich. Uff, Alter. Ich wusste nicht, dass die da drin sind. Supsi. Oh, nein! Das war dumm. Fuck. Nein, ich bin gebissen. Wir müssen in irgendeine Stadt kommen. Dass ich in der Stadt sterbe. Lass mich in Ruhe! Aua! Oh, Edal! Alter, ich wusste nicht, dass die da drin sind. Ich höre auf einmal so was kraulen und so die ganze Zeit. Ich dachte, what the fuck? Okay, pass auf. Ich habe jetzt ein bisschen ein Problem, weil ich wurde tatsächlich gebissen.
Ich habe ein bisschen Problem. Nee, aber. Fuck. Ein bisschen Problem. Okay, dann komm, dann lass uns laufen in die Stadt. Ja, warte, ich verbinde mich noch einmal ganz kurz und zieh mir halt noch was an. Ich habe eigentlich noch ein Hemd und eine Krawatte gesucht. Schmutzige Bandage. Warum ist alles schmutzig? Fuck. Ich verbinde mich noch ganz kurz. Oh, hätte ich diese Tür nicht aufgemacht, Alter. Also Türen nie rushen im Spiel. Das kann richtig, richtig böse enden, wie du siehst, ne? Erst hast du das Auto umgebracht, jetzt mich. Was? Das war nicht meine Intention, weil, also ganz ehrlich. Okay. Warte, ich guck mal, ob die Autos draußen fahren. Schuhe habe ich an, oder? Park. Schuhe. Oh, Junge, Alter. Ich hab mich aber auch so erschrocken. Da kamen die auf einmal mit 4, 5 Mann raus. Das Rote könnte noch fahren, oder? Ah, die sehen alle nicht mehr so gut aus, aber besser, wir haben jetzt irgendeins, das ein bisschen fährt. Ich habe wieder ein Leck. Oh, aber hier ist ein Schlüssel. Okay, dann komm, dann fahr los. Was ist da nicht in Ordnung, Alter? Fuck. Ich glaube, das Auto können wir fast vergessen. Ich guck noch mal rein. Wenn es nur die Batterie ist, können wir vielleicht eine Batterie ausbauen. Ah, Motor 38%. Das ist halt eigentlich zu wenig zum Fahren. Okay, wir müssen doch in die anderen Autos schauen. Motor 39, Batterie 89. Ah, okay. Ja. Okay, aber hier ist kein Schlüssel drin. Warte, bei dem da hinten vielleicht. Drüben hat es aber auch noch einen Parkplatz im Zweifel. Wir müssen halt nur, also jetzt halt in die Stadt fahren, dass wir, dass wenn ich dann drauf gehe, ne, was jetzt unweigerlich passieren wird. So, warte. Dass wir dann halt beieinander wieder spawnen können, weil sonst wird das nichts. Ah, fuck, hier ist auch kein Schlüssel. Okay, dann lass uns so einen Alter. Ja, wie gesagt, tut mir leid, ich wusste nicht, dass ich dachte, die sind draußen. Ja, alles gut, das war jetzt auch nicht deine Schuld. Ich bin ja zwischendrin dann einfach irgendwie stehen geblieben. Das war halt ein bisschen doof. Ich habe mich in die falsche Richtung gedreht. Oh Gott, da sind noch mehr von dem. Kommt was auf uns zu? Ja, komm her, Junge. Okay, du kümmerst dich darum. Ich guck, ob das Auto hier unten fährt. Oder sind es viele? Also sag's, wenn du nicht zurechtkommst, ne? Ja, ich lock die alle einzeln gerade. Such du mal das Auto. Alter, mein Char ist halt schon bös müde. Das geht ewig, bis ich so einen Zombie zauern hab. Komm schon, bitte. Ja, meine ist auch klamm. Okay, hier ist ein Schlüssel. Motor sieht aber nicht mehr so gut aus. Ich guck nochmal rein. Wenn das Ding fährt, reicht das doch erstmal. Ah, okay, der Motor ist aber gut. Wir brauchen nur Sprit. Warte. Tankstelle war doch da hinten. Ja, aber wir brauchen einen Benzinkanister dafür. Kann man nicht eine Flasche das da reinpacken? Ja, doch, aber ein Benzinkanister passt halt mehr rein. Wobei, gut, mit der Flasche hätte es auch gereicht, dass wir kurz rüberfahren können zum Tanken, Volltanken. Dann machen wir es so. Und schlafen müssen wir eh. Also bevor wir losfahren, müssen wir schlafen, weil ansonsten sehe ich halt kaum was, weil der Sichtradius so winzig ist, wenn man nicht. Aber wir können im Auto schlafen, das macht, glaube ich, Sinn. Da schläft man ein bisschen besser als auf dem Boden. Oh Mann, okay. Das war jetzt echt doof. Aber egal, gehört halt dazu. Ich finde das immer so lustig, wenn man da so zwei drauf prügelt. Alter, kipp doch um! Ja, wir sind halt richtig geschwächt, weil wir halt wahrscheinlich beide unendlich müde sind und so. Also, ich fülle kurz auf. So, Gott sei Dank gibt es noch Strom, weil sonst hätten wir jetzt ein richtiges Problem. Weil ohne Strom funktionieren nämlich auch die Zapfanlagen nicht. Okay. Komm, wir müssen nur in die Stadt.
Okay, bevor ich nächstes Mal die Tür öffne, frage ich vorher, ob ich sie öffnen soll. Nee, geh einfach davor schon in Kampfhaltung, dann, weil dann kannst du im Zweifel direkt die Zombies wegschubsen. Das reicht meistens schon. Einfach nur halt, also, ja, wie gesagt, Türen müssen wir öffnen. aber die kamen halt einfach, ich mach die Tür auf und dann kommen da einfach, ohne Witz, Iral, einfach 5 von diesen Viechern rausgestürmt. Ich hab gedacht, Feierabend bei mir. Da unten sind übrigens nochmal ein paar Zombies. Ja, dann mach das Auto und dann lass das mal weg hier. Oh Gott. Ja, das dauert noch ein bisschen. Da rennt auch noch auf mich zu, oder? Warte. Also nicht, dass es schlimm ist, nur dass ich es weiß. Na komm. Nein, Salty, pass auf. Nicht sterben. Geh nicht ins Licht. Nein, ich habe auch nicht vor, ins Licht zu gehen, aber der komische, der Gärtner, der hat mir auch noch ein Leder. Alter, mein Sichtradius ist so eingeschränkt jetzt gerade. Hey, es geht wieder mit Steuerung und W, habe ich gerade festgestellt. Na komm. Lass uns schlafen. Jetzt geh doch ins Bett. Oh mein Gott, mäßig angestrengt, aber ich habe keine Verletzungen. Nein. Okay, ich tanke kurz voll und dann schlafen wir erstmal, weil, wie gesagt, wenn du halt müde bist, dann sieht man unglaublich wenig, finde ich, weil der Sichtradius so eingeschränkt ist dann. Ja. Du hältst mir den Rücken frei so lange, oder? Und dir auch, bitte. Okay. Wir schlafen erstmal, den Rest machen wir dann am nächsten Tag, würde ich sagen. Ich hoffe, du überlebst das bis dahin. Ja, das dürfte schon gehen. Also, wie kann man denn jetzt schlafen? Wenn du V drückst, das Fahrzeugmenü öffnen. Ja. Und dann halt auf die 3 Zs. Ah, okay. Genau. Ja. Puh, hoffentlich überlebst du es bis dahin. Hoffentlich bist du nicht gleich ein Zombie. Mitten im Schlaf frisst du mich einfach auf, Alter. Okay, Story zu Ende. So. Oh Gott. Erol. Erol. Noch? Sag, ich lebe noch, ich lebe noch. Was? Es fängt jetzt aber langsam an. Ich hätte vielleicht einen Wecker stellen sollen. Okay, dann. Okay. Gott sei Dank. Wir fahren. Ah, fuck, wo sollen wir hin? Lass uns. Das ist zwar ein dummer Weg jetzt, aber wenn wir haben halt jetzt nach Süden und Norden über den Highway, haben wir halt nur Muldraw und Louisville, soweit ich weiß. Und die sind halt meistens ziemlich voll mit Zombies. Lass uns kurz zurück nach Riverside fahren. Solange wir ein Auto haben, geht es. Weil dann können wir uns in Riverside dann wieder treffen. Okay. Scheiße, Mann, war das eine Reise. Ja, vor allem, wir wollten woanders hin. Und jetzt müssen wir einfach wieder umdrehen. Oh, ich habe den Herd angelassen. Ja. Vielleicht können wir es auch schaffen, das Auto zu reparieren auf dem Weg. Na, also. Den Weg wiederfinden. Du meinst das andere? Ja. Na gut, bis wir dann eine Kfz-Skill haben und so. Du brauchst, glaube ich, Kfz-Level 3 oder 4, um Motorteile auszutauschen und sowas. Und der Motor ist ja das Hauptproblem, ne? Weil halt jemand gegen einen Baum gefahren ist. Aber. Ja, wer macht da auch so eine Scheiße? Ja, absolut. Also kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich bin froh, dass du sowas nicht machst. Seit 3 Folgen. Ja. Ja, ich muss ja, ich hab's nochmal erklärt, ich erkläre es nochmal gerne. Eral hat mir die Fahrphysik nicht erklärt. Was soll ich da erklären? Mit W fährst du? Okay, das ist das Auto übrigens. Lukas der Echte hat das gesagt. Dass du Eral schuld, der es dir nicht erklärt hat. Ja. Das, Lukas, ne? Das klären wir später. Nee, also das Ding ist halt, es war einfach, ich glaube, wer hat noch nicht mal ein Auto mit irgendeinem Game versenkt? Ja, nee, alles gut. Ich meine, also wenn ich meine letzte Staffel so anschaue mit diesem kryogenen Winter, wie viele Autos ich da irgendwo dagegen gefahren habe, also das war nicht mehr feierlich. Ja. Ich bin froh, dass ob die Karre jetzt funktioniert, ey. Mhm. Echt so. Aber der Weg ist halt schon. Also, wir sind jetzt auch viel gelaufen, ne? Guck dir das mal an. Ja, Alter. Ja, das ist der ganze Weg mit dem Auto gewesen. Hier waren die Cops.
Das Auto müsste ja auch gleich irgendwo kommen, da auf der rechten Seite. Alter, wie weit sind wir gelaufen? Tut mir leid, dass wir letzten 1000 Folgen nur gelaufen sind. Aber ich glaube, die Cops kommen auch noch nicht. Wir sind noch zwischendrin dann noch in so einem Haus gewesen. Ja. Und so, also das geht, das ist schon ein Stück, ne? Boah, hier, das ist die Wiese. Ja, hier, da waren wir doch hier. Wir sind rechts darüber gelaufen, da über dieses Maisfeld oder was das war. Alter, wie du einfach diesen Gegenstand erkannt hast. Ich wäre da so drüber gebolzt, ne? Ja, alles gut. Ich habe heute meine Brille auf, deswegen. Warte, und dann hier sind wir, glaube ich, warte. Genau, und dann sind wir hier durch. Allerdings nicht alles über die Straße, weil wir eben zwischendrin übers Feld gelaufen sind, um da zu dem Haus zu kommen. Okay, aber gut. Also unser Ziel war, den Highway zu erreichen. Das haben wir geschafft, würde ich sagen. So. Ja, wir wollten ja mal kurz gucken. Erfolgsquote 100%. Hier sind wir auch dran vorbeigelaufen an den Autos, glaube ich. Genau, und dann hier hoch. Und da irgendwo war das, glaube ich, mit dem Auto jetzt. Hier war das Haus, wo wir gepennt haben. Ja, das Auto kommt, das Auto, was du kaputt gemacht hast, kommt gleich, ja. Da unser Leichenwerk. Guck mal hier, Saltys Werk. Saltys Vermächtnis. Ist schon Sweet Pango, würde ich sagen, wa? Genau, hier mit dem Krankenwagen und sowas. Genau. Ah, schön in der Vergangenheit herumzuführen, Ehre, also, was wir schon alles erlebt haben. Mega. Kaputte Autos. Es kommt mir vor, als wäre es Jahre her. So, dabei war es heute Mittag, weißt du? Es kommt mir vor, als wäre das 3 Folgen schon zurück. Dabei waren es 4. Nee, aber. Oh Gott. Kennst du das noch so? Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Dabei war es heute Mittag. Ja, ja. So, wollen wir Karte aufmachen? Ich hab herausgefunden, man kann die Karte hin, jetzt weiß ich, wo wir sind. Jetzt? Okay, ja gut, das hat überhaupt nicht lang gedauert auch. Ja, ich habe überhaupt die Karte den ganzen Weg überhaupt nicht ein einziges Mal benutzt, Ira. Praktisch. Man muss aber auch sagen, also früher, so auf den ersten LANs, Wer ist dieser LAN? Warum macht er so viele Partys? Klassiker. Also, als das Game noch ziemlich neu war, oder was heißt neu, aber ziemlich jung war, da gab es noch Muldor nur als Stadt, als ich angefangen hatte damit. Und da musstest du auch wirklich in-game erst eine Karte finden, und erst dann konntest du eine Karte überhaupt nutzen. Was tatsächlich realistisch ist, aber manchmal war es unglaublich nervig, weil du Ewigkeiten teilweise ohne Karte rumgelaufen bist. Und bist du da mal... Vor allem Muldor ist dann noch so ein bisschen schachbrettartig aufgebaut und so, bis du dich da mal zurechtgefunden hast. Lange Scher. Ja, wir sind nur mit dem Auto hergefahren, damit wir es kaputt machen können, damit wir den Bulli hier holen können. Genau, genau. Ich wusste einfach, dass er da steht. Also wir sind Profis. Genau, also auf jeden Fall, würde ich sagen. Wir machen auch jetzt Project Zomboid eSport. Und wir spielen mit den Füßen, nicht mit den Händen, weil wir lieben Herausforderungen. Genau, genau. Machen wir auch. Also Füße aber und Eral, Nase. Aber Eral, aber ich guck gerade auf die Uhr. Ich würde sagen, wir machen die Folge halt mal bitte an. Ja, warte. Wie weit sind wir denn weg? Weil vielleicht können wir dann... Okay, Alter, das ist noch... Hast recht. Ich wollte gerade sagen, lass uns zurückfahren, dann gehe ich einmal drauf und dann können wir direkt wieder loslegen. Aber dann machen wir das mit dem Tod in der nächsten Folge. Gut. Freunde, dann, wie gesagt, denkt auf jeden Fall an das Gewinnspiel. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, Discord-Name in die Kommentare und auf den beiden Discords von Eral und mir joinen, findet ihr beides unten in der Videobeschreibung. Ich werde Erals Discord auch bei mir verlinken in den Kommentaren, beziehungsweise als ersten Link. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und schaut auf jeden Fall bei Eral mal vorbei, wenn ihr Bock habt auf mehr Project Zomboid Content. Der ist da momentan echt fleißig. Schaut da mal vorbei und lasst mal ein paar Kommentare, Likes und Abos da. Wir würden uns freuen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Macht's gut.